Yo, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Und wir starten rein. Wir wollen ja heute an den Teich, aber erstmal müssen wir uns dringend was zu trinken besorgen. Und dann gucken wir nochmal in unser Inventar. Überprüfen das nochmal. Normalerweise müsste es aufgeräumt sein, aber ich schaue gleich nochmal nach. So, nehmen wir mal den Stachelsprössling. Okay, der ist es nicht. Dann muss der das sein. Okay, auch nicht. Okay, welcher ist es denn jetzt? Leute, wir haben doch keine Zeit. Naja, etwas über eine Minute noch. Da ist er. Okay, das ist der hier. Warum kommt da nichts runter, Leute? Und komisch, ne? Gut, wir suchen uns einen anderen. Der kommt runter. Nice and clean. Da ist das wohl ein bisschen verbuggt. So, wir schauen mal ins Inventar. Das ist aufgeräumt. Das wollte ich analysieren. Den Faden, das Seidenseil. Und das Schild habe ich abgelegt, damit wir dann auch besser schwimmen können. Die Flossen haben wir mit. Die Lampe haben wir mit für Unterwasser. Und den Schnorchel haben wir auch mit. Gut. Dann können wir... Los. Wir können noch unsere Laus essen. Yum. Zack. So, da sind wir schon mal fast gesättigt. Dann würde ich sagen, machen wir uns einen Wegpunkt bei dem Teich und machen dann einen Respawn-Punkt an unserem Zelt. Bei unserem Zelt. Und was ist das hier für ein Labor? Gute Frage, ne? Gut, Leute. Ich will noch mal nachschauen, ob wir eventuell eine Mutation haben, die auch über... Also die uns vielleicht länger atmen lässt im Wasser. Werwerfer, das wird es nicht sein. Dieselbeißer... Nee. Nee. Und die beiden, Haucherlunge. Das haben wir drinne. Naturkunde, nee. Haben wir nix, ne? Gut. Wir müssen in diese Richtung. Leute, demnächst machen wir uns auch eine Trinkflasche. Das ist kein Zustand mehr. Gut. Gehen erstmal zum Teich. Machen uns da einen Respawn-Punkt und dann schauen wir ins Wasser rein. In der Hoffnung, dass wir die Chips finden. Oder zumindest wenigstens mal einen. Falsche Taste. Ey, hau ab. Oh, nee. Tarantula. Können wir uns ja hier eventuell einen Schluck zu trinken holen? Jawohl. Sogar ein riesengroßer Schluck.
scheinbar jetzt gar nicht so viel gebracht, ne? Ja, die Viecher, die sind auch nicht ohne. Gut. Hoffen wir mal, dass wir Erfolg haben. Erstmal im Teich zurechtfinden, ne? Das ist erstmal die ganz erste Sache. So, da sind wir ja schon. Da können wir uns gleich noch einen Schluck zu trinken gönnen. Nice. Ist auch noch was. Sehr, sehr gut. Unser Zelt ist da weiter vorne, ne? Hier ist es ja. Schön. Dann setzen wir uns hier erstmal einen Respawn-Punkt. 14:28. Würde ich sagen, ist auch eine gute Zeit. Und wir setzen uns mal eine Markierung beim ersten Chip. Werden wir gleich mal mit dem anfangen hier. Verlorener Bürgelship. So. Gut. Wegpunkt. Zack. 193 Meter. Und dann sollten wir uns unsere Sachen anpellen. Die Eichelrüstung, die hatte ich nochmal repariert, wo ich aufgeräumt habe, hier das Inventar. Gehen wir uns die Flossen an und machen uns den Schnorchel um. Sehr gut. Dann sollten wir mal probieren, wie das so geht. Ich habe das Schild extra mal abgelegt, um zu gucken. Das schwimmt sich vielleicht besser, ne? Aber der schwimmt auch nur mit einer Hand, wa? Warum? Haben wir irgendwas? Normalerweise müsste er jetzt mit beiden Händen schwimmen, oder? Oder wenn ich die 8 drücke? Er schwimmt nur mit einer Hand. Naja, gut. So, hier müssen wir irgendwie wahrscheinlich runter, ne? Hier oben wird er ja nicht liegen, oder? Nö. Das wäre auch zu einfach. Also der muss irgendwo hier unten sein. Ansonsten wäre er ja wahrscheinlich nicht hier verzeichnet, ne? Guck mal, da ist pure Wissenschaft. Haben wir hier irgendwas? Hier an den Schläuchen kriegen wir auch meistens Luft, ne? Hier zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich eine Spinne. Gucke jetzt gar nicht erst. Oh, was ist das dort? Okay, hier ist. Hier ist so ein Labor, wo Beryl auch zu Hause ist, ne? Gut, wir werden noch mal Luft holen. Kommen wir hier eigentlich rein? Ja, guck mal an, wir kommen hier rein. Nice. Gut, aber dann holen wir erst nochmal Luft. Aber wo gibt es jetzt gerade Luft? Ja, gut, aber... wir können auch zur Blume hier. Wenn uns die Spinne in Ruhe lässt. Oh Mann. Naja gut, wir sind auch nicht weit von der Oberfläche weg, ne? Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal da rein. Was ist das? Aber die
Quest ist immer noch nicht erfüllt, ne? Fällt mir gerade so auf. Wir wollten uns ja auch noch den Köder machen. Ja, das kriegen wir schon noch raus. So, wo waren das jetzt, Leute? Ach, guck mal hier. Ein Ehering. Nice. Können wir da irgendwas tun? Nein, der ist hier nur ins Wasser gefallen. Gut. Wo ist denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder... Oh, hier ist ein Blumentopf. Buche Wissenschaft. Nice. Sehr schön. Ich würde sagen, wir müssen erst noch mal Luft holen. Ich habe mich jetzt verschwommen irgendwie. Natürlich blöd. So, wo ist denn jetzt? Wo war denn das jetzt? Was dort? Ah, hier irgendwo muss das sein, ne? Ja, wir müssen wahrscheinlich weiter runter. Das ist pure Wissenschaft. Was ist das hier? Okay. Kommen wir nicht ran? Ach nee, wenn ich die schon wieder sehe. Wir sind viel zu weit weg, ne? Gut, Leute, ich sag ja, wir müssen uns im Wasser erstmal zurechtfinden. Gar nicht so einfach. Irgendwo hier muss es sein, oder? Ja, genau, bei dem Teil hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, hier ist es. Gut, wir gehen noch mal hoch. Und dann gehen wir direkt wieder hier runter. Wenn ich es nicht wieder verpeile, sollte das funktionieren. Mann, Mann, Mann. Da ist es. Also die Tür ging schon mal auf, da können wir auf jeden Fall rein. Frage ist bloß, wie kriegen wir da drin Luft? Ist da ein Hohlraum oder so, also wo kein Wasser drin ist? Eine Luftkammer oder so? Scheinbar nicht, ne? Hier ist ein Knopf. Hier war gerade irgendwas, ne? Könnten wir hier gerade... Versperrt, okay. Ja, also da kommen wir hier rein wahrscheinlich. Und hier haben wir nochmal pure Wissenschaft. Ansonsten ist hier nichts, ne? So, dann sehen wir, dass wir wieder rauskommen. Komm, mach auf. So, dann holen wir uns Luft. Nein. Sehr gut. Ey, guck mal, das geht auch auf hier. Oh Mann, hoffentlich reicht die Luft. Wo bin ich jetzt gerade? Okay, hier kriegen wir Luft. Das ist schon mal gut.
Ah, wir haben ja ein Labor, Leute, ein Analyse, ein Forschungslabor. Gut, da können wir das gleich mal erforschen, ne? Nice! Tau-Sammler? Spinnenfangdolch? Nice! Ein Spinnenfangdolch. Nice, Leute. Insektenbogen? Gut, das können wir jetzt herstellen. Gut. Oh, fünf fehlen noch zum nächsten Level. Gut. Luft kriegen wir erstmal. Versperrt, Leute. Das kann es doch jetzt aber nicht sein, oder? Gut, auf jeden Fall wissen wir schon mal, dass wir hier reinkommen. Was gibt's hier noch? Oh, die Spinne. Hasse die Viecher. Überall sind die unter Wasser. Überall. In jeder Ritze. Wo wollen wir mal gucken? Was es hier noch alles gibt. Nein. Das ist die nächste. Guck mal, Leute. Ey, hier geht's runter. Oh Mann. Da sollten wir aber vorher echt nochmal Luft holen. Oh. Ob wir das schaffen? Ja, schauen wir mal. Wir können ja wieder umdrehen. Wenn es nicht passt. Gut. Hier war das irgendwo, ne? Mann. Die Orientierung unter Wasser ist echt. Komisch. Oh Mann. Habe ich es schon wieder verpasst. Irgendwo hier war es doch, oder? Warte mal, jetzt sind wir vorbei. Hier können wir noch mal Luft holen. Und dann sind wir hier weiter geschwommen, ne? War das hier? Alter! Mann! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nee. Nee, Leute. So wird das nix. Wir müssen uns die Fackel erstmal in schnellen Inventar ziehen. Jetzt ist es noch dunkel dazu, ne? Aber hier ist auch nichts zu trinken drin, ne? Gut, wir schwimmen noch mal zurück zum Zelt. Wir schwimmen noch mal zurück, wir gehen noch mal zurück zum Zelt, Leute. Nicht hoch. Dann können wir uns auch gleich noch mal zu trinken holen dann.
Da sind ein paar Pilze, die können wir uns auch noch snacken. Und dann gehen wir es nochmal an. Wir wissen ja, dass das Loch da ist. Und das werden wir dann erforschen. Wir pennen erstmal, würde ich sagen, beziehungsweise ist da einen Schluck zu trinken. Vielleicht in der Dose. Jawohl. Naja, viel hat es jetzt auch wieder nicht gebracht, ne? Aber gut. Gut, dann gehen wir jetzt pennen und dann schauen wir früh noch mal. Perhaps we should make camp for the night? Oh. Wir sollten uns natürlich erst noch mal mit Flüssigkeit versorgen und Pilze haben wir ja schon gesammelt. Hier ist noch kein Tropfen scheinbar rausgekommen, ne? Ich denke, hier bei der Dose wird auch noch kein neuer sein. Nö, hier ist nix. Hier irgendwo was. Da ist einer. Müsste der Halm hier sein? Jo. Pilze haben wir gesammelt. Na gut, ich würde sagen, dann snacken wir uns die Pilze noch. Better than starving, I think. Gut, den letzten auch noch und dann gehen wir wieder rein. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Let's go. So, die Fackel sollten wir uns noch ausrüsten. Beziehungsweise Schleimlaterne. Und los geht's. Warum habe ich eigentlich keine Axt mit? Was war das gerade? War das der Karpfen? Ja, ich glaube. Ja, vor dem müssen wir uns auch in Acht nehmen, ne? Der ist auch nicht ohne. Und wir kriegen jetzt 80 Sekunden Luft, ne? Das haben wir ja gesehen. Füllen wir gleich noch mal auf. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Verpiss dich, lass mich in Ruhe. Das ist schon wieder. Hier schwimmen die, glaube ich, vermehrt rum. Vorne in dem Bereich, wo das Zelt ist, da geht das noch, ne? Aber hier. Die sind so lästig. Hier ist das nächste Teil. Vielleicht haben wir hier unsere Ruhe. So, und jetzt suchen wir das Loch wieder.
Hier geht auch noch ein Schlauch lang, ne? War das jetzt hier hinten, oder? I don't know, bitte. I don't know. Ein kleines Problem. Aber bis jetzt haben wir wohl alle Probleme gelöst bekommen. Gut, hier ist es. Hier ist es. Nein, 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 nein. Alter, wo ist denn jetzt der Schlauch? Oh, los. Hier ist auch noch was, ne? Hier hinten ist es. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal unsere Fackel an. Oh, eine neue Mutation, Naturkunde. Ein Labor. Das hat wahrscheinlich mit Bürgel seinem... Ist wahrscheinlich dasselbe alles, ne? Nehme ich an. Okay, das scheint hier riesengroß zu sein. Gut, dann schwimmen wir mal hier rein. Pure Wissenschaft. Hier kommen wir auch wieder raus. Okay, alles zerfallen. Sollten wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Luftkammer haben. Yes! Nice, Leute. Das wäre ja auch ein Unding, wenn hier keine Luftkammer wäre. Was haben wir denn hier? Harms-Test Tag 1. Okay. Anfängliche Proben zeigen, dass alles nach Plan verläuft und wir mit der Testphase der Rosenkohlzüchtung anfangen können. Mittels des automatisierten hydroponischen, aquakulturellen, mikrofonischen Systems, nennen wir es Hams, Bürgels Aufgabe, das Pilzfasernetzwerk des Biodom zu kultivieren, scheint kein völliger Fehlschlag gewesen zu sein. Signale sind in allen Extremitäten erkennbar. Biodom aktiv, Wachstumsknoten aktiv, Nitrierungssystem aktiv, Pilznetzwerk aktiv. Überraschenderweise, die Ernte dauert typischerweise noch 90 Tage, aber anfängliche Tests zeigen, dass kleine Sprossen binnen einer Woche bereit sind. Wir planen, das noch weiter zu optimieren, aber natürlich ist eine gewisse strukturelle Integrität weiter notwendig, um sie dann auf Pampelmusengröße hoch zu skalieren. Unterzeichnet mit W wahrscheinlich, ne? Oh, Leute. Hier haben wir eine Energieleitungssteuerung. Okay. Okay. Aber wir gucken uns erstmal weiter um. Nein! Das ist ja genauso ein Typ wie bei Bürgel da, den wir erschlagen mussten. Aber der sieht noch aus, als wenn er noch was Zusätzliches an sich hat, ne? Oh Mann, jetzt bin ich aufgeregt. Ach, wir hätten uns Faserverbände mitnehmen sollen. Haben wir Fasern? Naja, Mann, ich... Mist. Oh Mann. So, die Fackel können wir weglegen. Und dann werden wir jetzt mal versuchen, da reinzugehen, wa? Oh Mann, mit der halben Energie, Leute. Sollten wir uns den Bogen vielleicht ausrüsten? Wir versuchen es mal mit Bogen, ne? Kommt der mit raus? Okay. Okay. Oh. Nein, 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 nein. Gut, Leute, noch ein Versuch. I feel a little less squishy now. Das war das Falsche. Ich wollte laden.
feel a little less squishy now. Der ist nicht ohne, Leute. Gut, aber mit dem Bogen, das geht schon mal. Was schießt denn der da? Kommt der mit raus? Nee. Alter. Was ist denn das für ein Zeug? Hat der überhaupt schon was abgezogen? Alter, mit den Latschen, das macht sich beschissen hier, ne? Alter, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg! Oh Mann! Was ist das? Nein! Alter, wir haben gleich. Weg. Weg! Alter, sorry, Leute. Wenn ihr das jetzt gehört habt. Alter, wir haben gleich. Nein, wir haben keine Pfeile mehr. Einmal noch, oder? Yes! Yes! Wir haben den kaputt gemacht! Und das gab bloß 100 pure Wissenschaft. Na gut, auf jeden Fall ist er tot. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt, haben wir jetzt freie Bahn hier. Dann würde ich mal sagen, schalten wir auch mal die Stromversorgung an. Okay. Gut, dann haben wir die Quest also auch erledigt. Dann schauen wir uns hier ganz in Ruhe mal um. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Gut, wir haben eigentlich alle wieder. Glaube ich. Hier ist noch so ein Ordner. Und hier sind Verbände. Oh, hier können wir schlafen. Nice. Aber haben wir hier auch was zu trinken und zu essen? Ah, hier ist eine Werkbank. Gibt es hier irgendwo was zu essen, Leute? Wäre echt doof, wenn nicht. Was ist das? Ja, es ist die Werkbank. Warum kommen wir hier nicht rein? Wir haben noch die Stromversorgung angeschaltet, oder nicht? So, Hamstag 15. Amstest, Tag 15. Keine Veränderung zu letzter Woche, aber ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur. Und ich habe eine Idee. Ich wachte heute Morgen schweißgebadet auf und dachte an diese frenetische Energie, die die Fitnesswerbung vor den Samstagmorgen-Cartoons der Kinder immer ausstrahlte. Diese glänzend schwitzige, über Muskeln gespannte Haut, die irgendeine triviale Erfindung bewarb, während heißes Blut die Adern anschwellen ließ. Aber so sehr ich mich darüber geärgert habe, diese Bewegung, diese Spannung, die fehlt. Unsere kleinen Pole sollen keine Trauerklöße werden, sondern auch ein Training. Mit dieser Inspiration haben wir uns einer zugegebenermaßen gewagten Prozedur für Generation 2 zugewandt. Gefäßverschmelzung.
Zum Zeitpunkt dieser Dokumentation haben wir bereits den hinderlichen Stamm aus dem Wachstumsprozess entfernt. Damit sind die Knospen jetzt auf ein neues System angewiesen. Ich habe Börgel diese unnötige Arterie aus dem guten alten Blinddarm entfernen lassen und habe sie jetzt in Kohlwurzeln eingefügt und mit Agarkleber verreinigt. Die Nährstoffdarreichungssysteme von Mensch und Pflanze sind schließlich nicht so unterschiedlich, aber könnten sie derart kompatibel sein? Wir haben nichts zu essen, ne? Warum geht das nicht? Warte mal. Hier eigentlich, hier kommen wir nicht weiter, ne? Okay. So, hier kommen wir wieder raus. Ach, wir haben ja gar nicht angeschalten. Oder doch? Fehler, Sicherung zurücksetzen. Ja, wie denn das? Halte alle Sicherungen an. Ja, wo sind denn die Sicherungen? Gute Frage, ne? Gut, wir müssen eh erstmal raus hier. Hier irgendwo Sicherung. Nee, ne? Nope. Mist. Ist dort eine Sicherung? Oh Mann, Leute, wir müssen auf jeden Fall erstmal raus. Was? Hey, Ruderwanzenflossen. Gut, hier können wir später noch looten. Gibt es hier auch was zu essen? Bärenleder. Jo, das können wir alles looten, Leute. Aber wir müssen erstmal raus. Das bringt nichts. Heuschuppe, okay. Kommen wir auch nicht rein, ne? Oh Mann, hoffentlich schaffen wir das jetzt. Ich habe nicht gespeichert. Wir schwimmen erstmal raus, Leute. Wir wissen ja jetzt, wo es ist. Aber klar gewesen. Sind wir jetzt hier raus? Gut, Leute, wir werden wohl sterben. Aber den Rucksack, den können wir uns wiederholen. Dann respawnen wir jetzt. Dann respawnen wir jetzt, holen uns gleich was zu futtern und zu trinken. Und Leute, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle erstmal Feierabend. Wir haben ein bisschen was erreicht. Wir haben den Roboter getötet. Wir haben gefunden, wie wir hier an die Chips kommen werden. Ne? Wir müssen jetzt die Sicherung aktivieren. 3 Stück. Und dann müssen wir halt noch nach den Chips schauen. Aber wir haben auf jeden Fall was Neues rausgefunden. Wie sieht unsere Rüstung aus? Ja, kann sich sehen lassen noch. Gut. Dann wissen wir, dass wir das looten können da unten. Alles auch sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Like zeigen würdet. Und lasst gerne auch Kommis da mit Ideen, Anregungen und so weiter. Tipps und Tricks, alles Mögliche. Ne? Und über ein Abo würde ich mich natürlich ganz besonders freuen.
Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen und könntet mich in meinem YouTube-Algorithmus riesig unterstützen. Bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.